Jo, als vielleicht kleiner Bonus, mal schauen, was für Waffen noch kommen. Ah, Kai jetzt hier diesen Schießstand-Scheiß. Mal schauen, ob ich das irgendwo reinkatte. Ha, ich bin Kuppe. Wahrscheinlich irgendwo reinkatten. Mit der AK hier. AK mit ein bisschen mehr Rückstoß. Ist aber dafür günstiger als die M4. Aber hier Schießstand wird, man muss halt wirklich jedes Mal alles von vorne machen. Das ist halt so nervig. Deswegen mal schauen. Das letzte, was ich gemacht habe, war Shotgun. Mal schauen, was am Ende noch alles da ist. Also das erste ist Pistole, dann Mikro-SMG, dann Schrotflinte und jetzt kommt halt die AK-47. Natürlich, unsere Gegner sind absolut nutzlos. Kann die sogar ein bisschen zuschauen, ein bisschen Tee trinken. Von denen kann man nichts sehen, außer ihn. Seinen Arm. Pam, pam, pam. Runde 2 bestanden. Jetzt die letzte Runde, wo man faded. Futsch. Schauen, ob ich das irgendwo rankatte oder ob ich das überhaupt gar nicht bringe. Wer weiß. Mal schauen, ob es nützlich ist oder nicht. Nein, nein, hat mehr als ich. Ich werde einmal nachladen, deswegen. Und jetzt sind abgezogen. Hey. Hey. Du hast die Schießstand-Mission erfüllt. Sehr schön. Ne? Haben wir sogar Cash bekommen? Hm, mal schauen. Na gut, dann kann sie das irgendwo noch an. Personen-Skill Hitman Level erreicht. Kannst jetzt mit zwei Personen gleichzeitig schießen und weiter entfernte Ziele anvisieren. Okay, soll ich dem Team irgendwo reinkarten? Kann ungefähr hier einen Bonus-Part oder so. Yeah. Oder falls der Final-Part schnell genug ist, dann mal schauen. Aber was heißt, wir können zwei Pistolen halten? Muss ich mir das noch kaufen, die Akimbos oder wie? Oder einfach normale Pisten mal zwei. Wahrscheinlich normale Pisten. Pisteln mal zwei. Wir haben auch Cash bekommen. Ja, läuft. Naja. Das cutte ich jetzt irgendwo gleich ran. Und ja, entweder viel Spaß für den restlichen Part oder danke fürs Zuschauen. Keine Ahnung, was ich machen werde. Naja. Bis gleich oder bis später oder bis dann. Ciao. Ja, das Ende ist da. Aber es ist noch nicht vorbei. Denn wir sind hier angekommen zu einem Bonus. Ja, willkommen zu einem Bonus-Part von GTA San Andreas. Gerade habt ihr das Ende der Schießstand-Wettbewerbe gesehen, das habe ich nochmal dazu reingekattet, habe ich irgendwann mal random gemacht, um zu sehen, ob es sich lohnt, das reinzukatten oder nicht. War mir doch ein wichtiger Bonus, deswegen dachte ich mir, komm, packe ich dazu. Deswegen, dass wir uns ja diese Akimbo-Pistolen beschert. Aber in diesem Part, ganz traditionell, wenn ihr das Vice City-Projekt kennt, wisst ihr, was jetzt kommt. Oder auch am Titel, werde ich es wahrscheinlich reinschreiben. Naja, alle Cheats, ich werde es euch zeigen. Los geht's. das meiste sind halt Wörter, die man einfach eingibt, aber manchmal sind es auch einfach irgendwelche Codewörter oder so. Zum Beispiel, wenn man muss halt immer alles einfach eingeben, zusammen, was ich vorlese, und zwar Goodbye Cruel World, Goodbye Cruel World ist Selbstmord. Das mache ich mal, damit wir erstmal alle Waffen verlieren und so. Weil macht ja keinen Sinn, wenn ich mir Waffencheats eingebe und dann einfach alles bekomme, was ich will. Dann halt mit Hesoya, Hesoyam, kriegt man Lebensenergie, Rüstung und $250.000. Das ist geil. Wenn man BAGUVIX eingibt, dann ist man unverwundbar gegenüber Pistolenschüssen und Schlägen. Und wenn man CVWKXAM eingibt,
Dann ist man, hat man unbegrenzt Luft unter Wasser. Finde ich gut, dass ihr... das in meinem Viertel ist, jo. Und wenn man Kangaroo eingibt... Kangaroo. Dann springt man höher. Hui! Ist das nicht geil? Hui! Also witzig, so. Und wenn man... I-A-V... E-N... J-Q eingibt, dann hat man Superschläge. Was das heißt, werden wir gleich sehen. Hier, das ist ein Superschlag. Komm her. Hui! Ciao! Hui! Aua! Ja. Naja, springen wir mal davon. Und... Aha. A nose on glass. A nose on glass. Und S mit Doppel... Und S mit halt einfach Doppel-S. A nose on glass. Bringt Adrenalin-Modus, Zeitlupe und stärkere Schläge. What the fuck ist das, ey? Hui! Alter, wie der weggeflogen ist! Wo reg dich? Kangaroo. Fuck. Hä, ich sterb nicht? Okay, gut, dann lade ich das Spiel mal neu. Weil das ist ein bisschen scheiße. Und, das war irgendwie blöd, das habe ich mal ausgestellt. Und zwar darf man auf keinen Fall, auch wenn man Cheats eingestellt hat, speichern, weil manche Cheats sind halt permanent. Und, B-A-G-O-W-P-G sorgt dafür, dass man es auf einem Kopfgeld ausgesetzt ist und dass man von allen Gangs gejagt wird. Das heißt, egal von wem, halt hier auch Grove Street beginnt auch auf uns zu schießen, deswegen Goodbye Cruel World. Ciao. Mann, hab ich das ganze falsch eingegeben oder was? So. Kommen wir zu den nächsten Cheats. Ich gehe einfach mal alle durch, weil es sind echt schon viele. Ich will nicht zu lange hier wieder rumhängen, ehrlich gesagt. Okay, was ist los? Also werde ich... Ich werde immer noch von allen gejagt. Aber jetzt beschützt mich der Bulle auf einmal. Okay, macht Sinn. So. Wenn man eingibt Worship Me, hat man maximalen Respekt. Wenn man eingibt Hello Ladies, hat man maximal Sex Appeal. Wenn man eingibt Buff Me Up, dann sind die maximalen Muskeln. Muss ich ja abholen, Alter, von diesem Ganggebiet. So. Alter, überall gibt's Grove Street, Leute. What the fuck, man? Ich hätte nichts verloren sollen. Naja, und wenn man eingibt K-V-G-Y-Z-Q-K, dann hat man keine Muskeln. Alter, wie dürr der ist. Keine Muskeln und kein Fett. Wenn man eingibt A-E-D-U-W-N-V, hat man nie Hunger.
Also muss man nie etwas essen. So. So, kommen wir. Das waren alle Spielfigur-Cheats. Lade ich mal wieder neu, meine Güte. End of the line. So, wieder umbringen. Jedes Mal muss der CJ wieder und wieder sterben. Was für eine grausamen Welt er doch lebt. Und dann kommen wir mal zu den Waffen-Cheats, wenn wir eingeben LXGIWYL, haben wir alle Waffen Gruppe 1, das heißt hier Schlagring, Baseballschläger, eine normale Pistole, Shotgun, normale Shotgun, Mini-Uzi und eine AK. Zwei Shotguns? Hä? 50er Shotgun und nochmal eine andere Shotgun. Achso, ich glaube, das ist das Gewehr. Ja, das ist wohl das Gewehr. Und 200 Raketenwerfer-Muni. Und 10 Molotov-Cocktails. Und Payspray. Ja, läuft doch. Naja, wieso haben wir aber keine Akimbo-Pistolen? Hm. Komisch. Naja. Springen wir mal jetzt hier in die Luft. Nein! Oh, du Huso. Alter. So, ciao. Man hat Chaos anstiften. Der nächste Waffen-Cheat ist Professionals Kit. Professionals Kit. Professionals Kit. So. Da kriegt man ein Messer, eine Diegel. Diegel, eine abgesägte Shotgun. Eine Tech. Zwei Techs. Ja, wegen unserem Ding. Eine M4. Ein Präzisionsgewehr. Ein Flammenwerfer. Und Grenade und ein Feuerlöscher. Grenade! Ciao. Ein Diegel. Ist bestimmt cool. Ja, der hat echt Wumms. Lol, du bist witzig. Aua. Ja, der nächste Waffen-Cheat ist... Warte mal. Schwinge mich mal wieder einfach in die Luft hier. So, ciao. Das Blöde ist, bei Vice City kam ich hin und da waren alles Wörter, aber hier, es gibt halt Codewörter und normale Wörter, aber die meisten Cheats stehen hier keine normalen Wörter, sondern nur Codewörter. Naja, jetzt gibt es den Cheat, alle Waffen Gruppe 3, UZ, U, M, Y, M, W. Haben wir eine Kettensäge, eine Silence Pistol, eine Autoschrotze, eine SMG, M4. Was ist das denn? Okay, ein Spezialraketenwerfer hier. Oh, sogar mit Zielsuchen und Raketen. Heilige Scheiße. Okay. Zielsuchender Raketenwerfer. Fuck, jetzt habe ich nicht alle Waffen angeguckt. Nein, ich bin ein Idiot. Call me an idiot. U Z U M so ein MW, so. Da haben wir noch Raketen. Ne? Rucksackbomben. Okay, verstehe. So, ciao. Dann... Ah, das ist cool. Professional Killer. Professional Killer. Professional Killer. So. Jetzt haben wir Hitman-Level für alle Waffen erreicht, die es gibt. Dann haben wir zum Beispiel nochmal denselben hier... U...
zoomen wir. Das heißt, wir können uns... Ein Gewehr, Hitman Level. Ja. Das heißt... Okay, dann machen wir mal... Professional Kit. Alter, what the fuck? Das ist ein Professionals-Kit. Boah. Professionals-Kit. So, meine Güte. nee. So, hier. Okay, jetzt können wir uns, glaube ich, mit dem Sniper-Gewehr zum ersten Mal so seitlich bewegen. Weil Hitman-Level. Oder? Gott verdammt. Ah, hier, diese seitliche Bewegung, das ist damit gemeint. What the fuck, ich hab sogar zwei davon, lol. Okay, geil, wie geil ist das denn? Auch so seitliche Bewegung, das ist nice. Alter, meine Güte. Wir haben quasi für alles, wo man zwei Waffen bekommen kann, haben wir das. Das ist ziemlich sicker Shit, jo. Muss ich schon sagen. So. Und wenn wir Full Clip eingeben... Full Clip, haben wir unbegrenzte Munition. Ja, das heißt, egal wie viel wir schießen, es endet nie. Ist das nicht toll? Das waren alle Waffen-Cheats. Jetzt kommen wir zu den Fahndungslevel-Cheats. Wenn wir haben, wenn wir eingeben, turn down the heat. Turn down the heat. Dann ist unser Fahndungslevel weg. Wenn wir eingeben, turn up the heat. Turn up the heat, kriegen wir zwei Sterne. Turn up the heat. Erhöht sich halt immer wieder. Wenn ich dann Test Educational Skills. Test Educational Skills. Dann kann sich unser Fahndungslevel nie wieder erhöhen. Das wird sehr nützlich sein für die nächsten Dinge, die wir tun. Zum Beispiel für sowas. Wie geil ist denn diese abgesägte, dieses Gewehr, Mann, also diese abgesägte Schrotflinte, die man dann spam mit der Kimboy. Wie krank ist das denn einfach? Ach, heilige Scheiße. Wir sind quasi in dem Sinne sogar ein Gott. Hallo Bullen. Ja, unser Erfahrungslevel kann sich nie wieder erhöhen. Sehr schön. Und wenn wir Bring It On schreiben, Bring it on, würden wir 6 Sterne bekommen. Aber ne. Hier, Cheat aktiviert, aber da das rivalisiert mit dem, weil wir jetzt keinen Bock irgendwie nochmal neu zu laden, nur um jetzt 6 Sterne bekommen zu dürfen. Da müssen wir einfach glauben, wenn nicht, dann ist mir das scheißegal. So. Jetzt kommen wir zu den Fahrzeug-Cheats. Und zwar mein Lieblings-Cheat natürlich in San Andreas. Einer der Cheats dafür gesorgt hat, dass ich mit diesem Spiel so viel Spaß hatte. Ist der Cheat Rocket Man. Der bringt uns automatisch ein Jetpack, mit dem wir dann halt einfach rumfliegen können. Das ist halt einfach viel zu geil. Ah, ich liebe das Jetpack, habe ich immer wieder gesagt. Da kannst du halt einfach wirklich so hochfliegen, wie du willst, hier auf so ein Hochhaus. Und wisst ihr was, das passt sogar zum nächsten Cheat, den wir gleich bekommen. Und zwar haben wir das immer super kombiniert. Und zwar hier einfach auf so ein Hochhaus fliegen, so ähnlich wie Saints Row 3 mäßig. Und dann kombinierst du das mit einem anderen Cheat, der sofort der nächste auf der Liste ist. Okay, doch auch nicht, weil der Jetpack absinkt. Hallo? Na gut, dann nehmen wir auf dem Dach. Auf dem Dach kriegt man dann den Cheat, kann man dann den Cheat einsetzen. A-I-Y... PW ZQP. Zwar kriegt man da einen Fallschirm und dann sind wir halt dann einfach von diesen hohen Gebäuden wieder abgesprungen. So, öffne den Fallschirm, bitteschön. Und was uns dann zum nächsten Cheat bringt,
Oha. Oh, Dude. Oh, Dude. Oha, Dude. Was uns direkt ein Hunter-Kampfhubschrauber einbringt. Was natürlich ziemlich pornös ist, würde ich behaupten. Oh, yeah. Stellen wir mal auf unser... Hier, User-Track-Playlist. Ja, war ein Hunter-Kampfhubschrauber. Hurra, wie geil ist das denn? Und so weiter. Eben landen wir mal. Ich sagte landen. So, aussteigen. Ich will ja nicht in die Luft fliegen oder so, das wäre ziemlich nervig. So, Deagle sehr mächtig. Der nächste Cheat. Hallo? What the fuck do you want? Okay, das Spiel ist gerade ziemlich verbuggt, naja. Aber ich nehme auch auf dem Fahrzeug drauf, viel Spaß. Wenn ich dann den nächsten Cheat eingebe, Flying to Stunt. Flying to Stunt. Was uns dann, ja, hier ein Stuntflugzeug einbringt. Also klein und wendig. Weg mit dem Müll. Und schau. Und da bin ich tot. So. So, dann gebe ich mal wieder ein. Wie war das hier? Professionals-Kit. Meine Güte. Einfach manchmal nicht schreiben kann. So. Dann als nächstes haben wir hier Jump Jet, was uns die Hydra einbringt. Dieser Drecksjet, ey. Pisser. So, wie war nochmal dieser Health Cheat? Okay, nicht. Hesoyam. Hesoyam. Und das Yam mit Y. So. Professionals Kit. Und weiter geht's mit dem nächsten Cheat. Und zwar kriegt man mit KGGGDKP. Also KDGGGDKP. Was? KGGGDKP. Kriegt man hier den Hovercraft. Hi, hi. Das ist ganz nice. Hovercraft ist echt cool, weil man kann ja den auf jeder Oberfläche fahren. Egal auf Land oder auf See. Mit Hovercraft geht alles schnell umher. Hat man ja in der einen Mission da mit OG Loke ganz gut kennengelernt, den Hovercraft, und auch in der Bootschule. Schnell aussteigen, war eine Werbung. Die sind tödlich. Und jetzt kommen wir mal zu den Fahrzeugen. Und zwar mit Four-Wheel Fun. Four-Wheel Fun. Da nicht. Four-Wheel Fun. Gibt es uns ein Quad. Ein Quad-Bike. Und mit It's a Bull. It's a Bull. It's a Bull. Hallo? It's a Bull. Motherfucker. Also it's all Bull. It's all Bull, kriegt man einen Bulldozer. Ja, die meisten Dinge haben wir ja durch die Missionen und so schon bekommen. Alter, woher diese abgesägten Schrotflinten sind echt ziemlich krank. Auch ein Kimbusse. Nein. Und mit einem... Okay, mit dem Cheat. A-M-O-N. H-R-E-R. Kriegt man ein Tanklaster. Oh, das wird ein Spaß mal. Das ist ein Spaß, den wir zu springen. Bam. Bam. Diese Schotze sind perfekt, ey. Über die abgesägten Schotflüsse, Spam. Naja.
Und mit Monster Mash. Monster Mash kriegt man einen wunderbaren Monster Truck, den man ja auch in der quasi Prüfungsmission für Torino einsetzen musste, um uns zu beweisen, dass wir würdig sind. Und wir dann über die ganzen Fahrzeuge drüber fahren. Und wir haben dann hier unseren Four-Wheel-Lenkmodus anstatt die Handbremse. So. Der nächste Cheat betrifft, wird so geschrieben, ist wieder ein Code JQNTDMH und das bringt uns gar nichts. Hallo? Was soll er nehmen? Man soll uns eigentlich einen Rancher bringen. Ich weiß jetzt nicht, was ein Rancher ist, aber ich gehe mal hier hin. An den Rand. Copa. Meine Güte. Dann gebe ich halt nochmal ein. JQN TDMH. Da, ein Rancher. Einfach ganz normaler Scheiß. Unwichtig. Und dann holen wir uns mal Old Speed Demon. Und das bringt uns einen Blood Ring Banger. Eine Chaos Derby Kiste. Das ist ganz nice, ist auch sehr schnell. Fahren wir mal hier in die Skaterräder rein. War bestimmt witzig zum Cheaten hier. Hui! Und dann mal schauen. Hui! Ach du Scheiße. Ja, ist ganz gut. Gibt auch keine Tür. So, set up the needle, ja, hi. So, und der nächste Cheat bringt uns, ist wieder ein Code, RZ. H-S-U-E-W und bringt uns einen Caddy. Ja, Caddy sind nicht so groß in Einsatz gekommen. Ich meine, bei City gab es ja eine Mission, wo man die Typen auf dem Golfplatz verfolgen muss, aber hier, glaube ich, gab es nicht so groß zu Caddys. Gibt es überhaupt Caddys frei zu kriegen? Bestimmt irgendwo, aber naja, die Maps war zu groß. Und der nächste Cheater ist V-Rock Pocky. V-Rock Pocky. Hallo? V-Rock Pocky. So, und das bringt uns einen Wagen, den wir halt schon freigeschaltet haben, dadurch, dass wir sein Rennen gewonnen haben, und zwar einen Hot Ring Racer 1. Und wie in Vice City gab es dazu auch noch eine zweite Version von dem. Deswegen zünden wir den Wichser mal an. Und zwar mit dem Code VPJTQWV kriegt man einfach eine andere Art, ein Hot Ring Racer 2. Wieso hat man so viele Cheats mit V gemacht? Das ist ziemlich nervig. Und mit dem Cheat Celebrity Status. Nein. Doch, Celebrity Status, muss man richtig meinen. Celebrity Status. Kriegt man eine Limousine. Bin ich hier schon mal in eine Limousine gefahren? Irgendwo gab es sie, keine Ahnung. Eine Stretch-Limousine. Und natürlich auch einer unserer Lieblings-Cheats als Kind. Ist der Code AIWPLTON. Das bringt uns wieder den allseits bekannten Rhino Panzer. Hier natürlich nochmal ganz anders in San Andreas. Bam! Und das Beste war halt, du kannst halt mit dem rumfahren.
konntest dann das Visier umdrehen. Und dann konntest du mit dem Geschoss, mit dem Schießen, konntest du nochmal dir einen kleinen Geschwindigkeitsboost geben. Das war das Witzigste. Und halt jedes Fahrzeug, das du berührst als Panzer, fliegt also vor in die Luft. Ich tue gerade keinen Weg, ich bewege mich einfach nur mit dem Panzer. Aber ich glaube, so ein Panzer brennt schon, oder? Ja. Natürlich sind Panzer auch nicht unzerstörbar, aber mit einem Panzer kann man halt nicht... Können wir, glaube ich, auch Bürgerwehrmissionen machen, deswegen... Wenn man sich so einen Panzer aus einer Militäranlage stellt, damit Bürgerwehrmissionen macht, ist das natürlich am weitest am einfachsten. Was soll macht der Typ hier? Was kann man mit dem anstellen? You looking for the lowrider meat? Yeah, go on. They're just over there. Blind? Ach, wir können wieder Lowrider-Wettbewerbe machen. Ja, bin ich blind, so. Ja, ich glaube, du bist tot. So, genug Banter. Ich meine, der Part wird lang genug dauern mit all den Cheats. Dann gehen wir mal sofort weiter. Es waren noch zwei von denen. Where's the funeral? Where is the funeral? Bringt uns einen Leichenwagen. Wie heißt der denn, der Gute? Der heißt Romero. Romero Leichenwagen steht hier auch. Und mit True Grime, das bringt uns den Müllwagen. Den Trashmaster. Das Trashmaster Müllauto. Girl. Ich glaube, in GTA 4 gab es dann auch so eine Mission, wo man Sachen in einen Trashwagen einpacken musste. Na, mal schauen. So, mal schauen. 69 Cents, Baby. Das waren nämlich alle Fahrzeug-Cheats. Und, so, das bringt uns jetzt auf die Fahreigenschaften-Cheats. Und zwar Natural Talent bringt uns ihm... Natural Talent bringt uns, ja, Radskill verbessert. Das verbessert alle Fahreigenschaften für jedes Fahrzeug. Ich stehe mal hier, ein Lowrider. Okay, dann fahre ich eben im Romero rum. Wir müssen mal irgendwas suchen, wo es halt a crowded area. Works by the crowded area. Ist sogar ein Sarg drin. Ja, hier die Hauptstraße. Schön mit der Handbremse. Ja, Lowrider trifft, wird sie aufgelöst. Oh nein. Wie absolut schrecklich. Das könnte ich mir ja nie verzeihen. So, ich glaube, wenn wir da hingehen, können wir oben rauf auf die Brücke irgendwo. Ja, hier nach unten in die Hauptstraße. Wir müssen ein paar mehr Autos auftauchen. Und dann machen wir mal... Wo war das? Hast du Sticky Glue. Sticky Glue. Sticky Glue. Hallo? Achso, Stick like Glue. Bringt uns perfektes Fahrzeughandling. Weiß nicht, was das heißen soll, aber okay, gut. Das reagiert sofort überall perfekt drauf. Verstehe. Quasi ist das Auto klebt an der Straße wie Kleber. Und das ist gut. Okay, what the fuck, Alter, das ist ziemlich scheiße. Naja, gut. So, der nächste Cheat ist... Chitty Chitty Bang Bang. Chitty Chitty Bang Bang. Was dafür sorgt, dass unsere Autos fliegen können. Harry Potter. Bam. Okay, ciao.
Also Chitty wird Chitty geschrieben, ne? Chitty Chitty Bang Bang oder Ripazza. Und der nächste Code heißt Bubble Cars. Bubble Cars. Das heißt, getroffene Autos schweben in der Luft. Puta. Hier, komm, stehen wir mal den besser. Anecho Vehicle. Bam, hier so. Wie halt Bubbles. Bum. 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 Bum, bum. Wie halt Blubberblasen beginnen sie in der Luft zu schweben. Das ist ja ziemlich geil. Bup. Alle, wie hört sich das denn? Bup. 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 Finde ich gut. Ach ja, stimmt. Wollte ich nicht mir das mal einmal das Gefängnis zeigen und so? Mit dem Dildo in der Dusche und alles? Aber wir wollen nicht direkt gleich losfliegen. Stick wie Glue und sowas plus dem einen, das ist schon ziemlich nervig. Wo war nochmal das Gefängnis? Müsste doch genau hier eigentlich sein, in der Nähe des Krankenhauses. Ich dachte, das wäre das Gefängnis, sah auch ähnlich aus. Komisch. Na egal. Man kann jetzt mal euch selbst anschauen irgendwann mal. Ich hab's leider immer vergessen zu zeigen. Ich wollte es anfangs mal zeigen, aber naja. Egal. Fight for the revolution. Ups. Komm schon aussteigen. Ich will jetzt nicht die ganze Zeit sterben. Und der nächste Cheat heißt. Okay. Ist einfach ein Code. JC. N-R-U-A-D. Und das heißt, einige Fahrzeuge sind unzerstörbar und lassen andere explodieren. Und der Cheat CP KT NWT, ja, lässt alle Autos in der Nähe explodieren. Das ist ein bisschen blöd einzugeben, anders als Big Bang. Ich habe mir natürlich den Weiß City Paar nochmal angeguckt. Dann O, nein, O-U IQ DMB, da kann man, da steht dann, die Beschreibung ist während des Fahrens schießens. Ne, während des Fahrens schießen, keine Ahnung. Naja. Okay, CJ Phone Home. CJ Phone Home heißt, dass man auf dem BMX Fahrrad, also Bunny Hops machen kann. Riesen Bunny Sprünge mit dem BMX Rad. Die Frage ist, wo ist ein BMX Rad? Okay, das ist gemein, mit einige Fahrzeuge explodieren und so. Ne, 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 ne. Okay. I'm not wearing deodorant. Hier, man kann halt, seht ihr, während des Fahrens kann man überall hinschießen, wie man will, quasi wie ein Begleiter. Das ist der Cheat. Flieg, flieg, auf und davon. Hui. Hey, die Welt schon so abgefuckt. Ja, wie ein Begleiter können wir überall hinschießen. Das ist cool. So, während wir da rumfliegen, der nächste Cheat ist Speed Freak. Speed. Oh, hell no. Ciao. Ciao, CJ. Der nächste Cheat ist Speed Freak, was dafür sorgt, dass alle Autos Nitro haben. Aber Nitro habe ich ja schon mal gezeigt, ist unnötig zu zeigen. Und der Code VKYPQCEF. Hä, was?
VK YP QCF. Hä? Kondition verbessert? Da steht, alle Taxis haben Nitro. VKP YP QCF. Egal, funktioniert nicht, aber da steht eigentlich im Beschreibung, alle Taxis haben Nitro, egal. Vielleicht funktioniert es nicht, weil ich schon für alle Autos Nitro aktiviert habe. Und Flying Fish. Flying Fish aktiviert, dass Boote auffliegen können. Aber muss ich es auch nicht groß zeigen, oder? Fliegende Autos reicht schon zu zeigen. Das war's mit den Fahrzeugeigenschaften-Sheets. Jetzt kommen die Verkehrssheets. Und zwar mit ZEI. IVG. Aktiviert sich der Cheat, dass alle Passanten aussehen wie Elvis. Nee, fuck. Alle Ampeln haben immer grün. Das ist der Cheat. Alle Ampeln sind immer grün. Heißt Verkehrschaos schon mal. Und mit Ghost Town gibt es kaum noch Fahrzeuge und Fußgänger. Yay. Wir haben eine Ghost Town. Weil das ist aber langweilig, jetzt lade ich mal das Spiel schon wieder neu. Falsch Speicherstein geladen. Fuck. End of the line. So, ciao. Dann gibt es einen Cheat. Alter, die Cheats sind so lang, ne? Wir sind hier schon bei 39 Minuten, aber ja, so was, weißt du, die Part hat ja auch schon 54 Minuten, der Cheat-Part, deswegen ist halt ein Bonus-Part. Ich werde viel Spaß beim Rendern haben. Oder ich werde es irgendwie zwei Teile cutten müssen, weil dann die Qualität aber zu niedrig wird oder so. Ich weiß nicht, mal schauen. Das sind einfach zwei Bonus-Parts. Und zwar FVTMNBZ. Born to Truck. Das bringt uns einen ländlichen Verkehr. Also Traktoren und Wohnwagen. Und halt Hillybillies und alles. Ja, hier in Angel Pine, Sanchez und alles. Ländlicher Verkehr. Dann mit BTP WHR gibt es ländlicher Verkehr 2. Mit YLTEICZ gibt es aggressiveren Verkehr. Mit VQIMAHA gibt es schnellere Wagen. Das heißt, alle fahren schneller und aggressiver. Hurra. Mit Everyone is rich. Everyone is rich. Gibt es überall nur Sportwagen oder viele Sportwagen. Und mit Everyone is poor gibt es nur noch also viele Verkehr besteht aus schlechten Autos. Dann mit LLQ PFBN gibt es pinke Wagen. Pinker Verkehr. Die finde einfach geil, weil ländlichen Verkehr Born to Truck. Finde ich gut. So, ich drop hier mal in die Hauptstraße, in diesen... Hallo? Ja. Da sehen wir hier die pinken Autos. Ist das nicht schön. Und mit IOWDLAC gibt es dann schwarzen Verkehr. Alter, das ist eine Hauptstraße um 23 Uhr. Wieso ist hier nichts los? Hallo? Hier, jetzt schwarze Leute. Hurra. Schauen, ich hole mir nochmal den Wagen hier. Micha-Wagen. Ja, hier. Und den Demon.
Hier, der ist auch sofort schwarz geworden. Steigen wir mal ein. Und mit dem nächsten Sheet kriegen wir... Hier war das da. Wheels only, please. Wheels only, please. Kriegen wir unsichtbare Autos. Ist das nicht geil? Yeah. Genau, sowas stehe ich. Bam. Geiler Scheiß. Na, finde ich witzig. Finde ich aber witzig. So. Dann bleiben wir mal hier stehen im Licht. Und, ja, da gibt es Passanten-Sheets. Dann verlasse ich mal die Hauptstraße und bewege mich zu Passanten. Passantenreichen Gegenden. Wo sind viele Passanten? Keine Ahnung, finde gerade nichts. Vielleicht so, weil es spät am Abend ist oder so. Ne, finde ich nicht gut. Wieso habe ich einen Stern? Achso, weil ich die Speicher neu geladen habe, stimmt. Alter, what the fuck? So, Test Educational Skills. Ah, hier ist das BMX. Funktioniert das hier mit den Bunny Hops? Dann aktiviere ich das nochmal, wenn ich jetzt ein BMX gefunden habe. BMX. Hier CJ phone me home. CJ phone home. Ich hab CJ phone. Was war's ab? Fixe. So, nee, CJ phone me home ist, glaube ich, halt natürlich auch eine Anlehnung an ET. Home und sowas, phone home, und dann beginnen wir mit den mit Fahrrädern zu fliegen und sowas. Deswegen CJ Phone Home Shield deaktiviert. Okay, verstehe. Okay, Shield Ballers, Shield. Der Truck Rider. Guns Blazen. Child Raisin. Son of a Gun, Ric Flair. Ach Scheiße. Wurden wir fast überfahren. Aber nur fast. Hey, Fool! Ich glaube, auf der Grove Street sind relativ viele Passanten, soweit ich das weiß. Könnte mich aber natürlich irren. Ah, hier sind ein paar, ja, stimmt. So, dann machen wir mal den ersten Passanten-Sheet. Und zwar... Blues Uede Shoes, okay. This pussy is screwing my juice, man. Okay. Blues Uede Shoes. Ne, was? Shoes. Blues Uede Shoes. So. Das soll dafür sorgen, dass Passanten aussehen wie Elvis. Elvis Presley. Lulus Compensation. Hier haben wir ihn, einen guten Elvis. Guten Tag, Herr Elvis. Dann haben wir Life's a Beach. Life's a Beach. Und das bringt uns in den Strandmodus. Okay.
anscheinend irgendwie alles ein bisschen heller, mehr Palmen oder so, keine Ahnung. Könnten wir schreiben, was groß verändert hat. Dann Ninja Town. Ninja Town bringt uns ein Katana-Schwert. Und ja, hier Yakuza, Triaden mit Ninja-Schwertern hier. Alle Passanten sind Ninjas. Crazy. Crazy Town. Bringt uns, okay, die Hitze ist an. Leute schießen rum. Schaut mal, was sie angezogen hat. Und pinke Haare, okay, läuft. Strandmodus, okay, das Spiel wird richtig hart gefickt. Faschingsmodus mit seltenen Fahrzeugen. Dann A, J, L, O, J, Y, Q, Y. Bringt uns den Aufstandmodus, das heißt ähnlich wie halt nach Tenpenny. Deaktiviere ich sofort. Alter, ah, ja, diese kurzen sind nervig. So, Cheat deaktiviert. Dann, State of Emergency, also State of Emergency. Übrigens ein Ausnahmezustand. Überall gibt es dann wieder die Explosionen und die Fernseherbildschirme, die getragen werden hier am Ende des Spiels. Lol, hier Fasching, finde ich. Na, alle wollen mich verprügeln. Goddammit. Schnell deaktiviert. Puh. Hallo, die Fotze will mich trotzdem noch verfolgen. Ja, gut. Und die haben aufgeschlitzt. Ja, fress den Burger, du Bitch. So, wer will noch auf mich schießen, ne? So. Der nächste Cheat ist F-O-O-O-X-F-T. F-O-O-F-X-T. F-O-O-O-F-X-T. Hallo? Achso. F-O-O-O-X-F-T. Meine Güte. Das bringt mir, dass alle Passanten Waffen haben. Geil. Dann, oh Gott. B-G-L. U-A. WML sorgt dafür, dass Passanten mich angreifen. Ja, RIP Cooper. Na, ja, war eh zu hässlich, er musste sterben. Lade ich wieder das Spiel neu. Schon abgefuckt genug. Dann läuft. Das ist doch cool. Das war der nächste Cheat. Der nächste Cheat zeigt, da ist SJMAHPE und der macht alle Passanten für meine Gang rekrutierbar. Hier. Gehört ihr zu meiner Gang, der Passant? Yeah. Ja, das heißt, sie sind alle jetzt in meiner Crew. Und die haben auch alle sofort Pistolen. Finde ich gut. So. Jetzt verfolgen die ihn alle. Tötet ihn. So. Der nächste Cheat ist... Oh Gott. Rocket Mayhem. Rocket Mayhem. Und sorgt dafür, dass alle Rekruten tragen Raketenwerfer. Und wir haben unendlich Flammenwerfer bekommen. Stört der nicht irgendwann oder so? Hallo? Wie lange dauert es noch, bitte? So, ciao. Hier, geh. Kommst mit, so.
Der nächste Cheat ist Only Homies Allowed. Only Homies Allowed. Und der sorgt dafür, dass alle normalen Passanten zu Gangmitgliedern werden. Und hier seht ihr, neue Rekruten kriegen alle Raketenwerfer. So, und mit B-I-F-B Biff-Bus Biff-Bus B-I-F-Bus sorgt dafür, dass nur Gangs auf den Straßen sind. Und der nächste Cheat, B-E-K-K-N-Q-V sorgt dafür, dass wir so ein Pimp sind und da steht hier, Spieler wird von Prostituierten umbringt. Hm, hat nur dafür gesorgt, dass wir den Lederanzug bekommen haben. Naja, schade, hatte mich schon drauf gefreut. Egal. Jetzt gibt's auch Zeit-Cheats. Wetter-Cheats. What the fuck, wie wird hier noch geschrieben? Aha. Okay, es gibt auch viele Cheats, die nicht rückgängig gemacht werden können, deswegen nicht abspeichern. Und irgendein Cheat sorgt dafür, dass der Wagen repariert ist, wenn man in dem drin ist. Hm, wo ist der Stern? Achso, okay, muss ich auf der rechten Seite schauen. Hier, wenn ich Heso Yam eingebe in einem Auto, dann wird das Auto auch geheilt, also sehr nützlich. Geheilt, repariert, mein Gott. Ich bin auch ein Bobo. Naja, schau mal nach, ob alle Cheats wie in Vice City eigentlich ausgeschrieben sind oder ob ich einfach eine Seite gefunden habe, wo halt, ob das wirklich so ist, dass es manche nur Codewörter gibt, weil das wäre ja ziemlich lame, ehrlich gesagt. Hier ist eine Seite nur voller Codenamen. Okay, das ist scheiße. Oh ne, der Part hat sich 54 Minuten schon lang. Cheats für PC. Ja, manche Cheats haben Wörter und manche haben No-Code-Wörter. Nervig. Tja, kann man nichts gegen machen, ne? Moogle Powers, das Beste. Habe ich auch, glaube ich, damals vor vielen Jahren schon benutzt. Als ich damals als Kind gespielt habe. So, machen wir nochmal Bring It On. Bring it on. Hier, 6 Sterne direkt. Oh Gott. Sofort 20.000 Polizisten direkt neben mir gespawnt. Finde ich nicht nett. Finde ich nicht nett. Test educational skills. Hallo? Test educational skills. Hallo? What the fuck? Meine Güte. Ich habe immer einen kleinen Fähigkeitsfehler gemacht. Bullshit. So. Guten Tag. Okay, Rekruten sollte mal kein Raketenwerfer gehen. Jetzt kommen die Zeitsheets und zwar mit Slow It Down. Slow It Down. Könnt ihr gerne raten, was passiert. Alles in Zeitlupe. Dann mit Speed It Up. Speed It. Slow It Down. Slow It Down. Speed it up. Speed it up. Speed it up.
sind wir natürlich viel schneller. Ich glaube, das kann man sogar noch mehr machen. Speed it up. Ja, noch schneller. So. Dann... Mit dem Glas. Dann lade ich mal wieder neues Spiel starten. Das wird echt so geraped, das Spiel, durch die ganzen Cheats. Nicht speichern, meine Freunde, nicht speichern. Dann mit dem Cheat... YS... OH... NUL... Wird die Zeit einfach verschnellert, hier oben könnt ihr sehen. Dann mit dem Cheat OF... VIAC... Wird die Zeit auf 21 Uhr eingefriest. Und mit Nightprowler... Nightprowler... wird die Zeit auf 0 Uhr eingefriest. Dann gibt's, das war's, die Zeitcheats, und jetzt die letzten Cheats sind die Wettercheats, dann haben wir es durch. hier mit Pleasantly Warm. Pleasantly Warm. Gibt es sehr sonniges Wetter mit dem Code ICI KPYH gibt es sonniges Wetter. Mit Too Damn Hot gibt es sehr heißes Wetter hier wie in der Wüste. Mit ALNSFMZO gibt es bewölktes Wetter. Mit AFZLLQLL gibt es Abendwetter. Mit AUIFRVQS gibt es Regen. Mit CFVFGMJ gibt es Nebel. Mit Scottish Summer gibt es Donner. Fucking Donner mit Scottish Summer. Ja, das ist ein skottischer Sommer, typisch. Und mit, schade, dass der Code nicht The Root heißt, aber der war damals noch nicht berühmt. Mit ZWJXUOC gibt es einen Sandsturm. Sandstorm. Na egal. Da gibt es noch so eine Seite zum Cheat-Programm, wo man mehrere Cheats ganz gleich einstellen kann. Okay. Naja, das sind alle regulären Cheats im Spiel, die man einsetzen kann. Natürlich, wenn man Cheats aktiviert, dann kann man keine 100% mehr bekommen. Und das ist mir da beim Ansehen aufgefallen. Und zwar schließen wir immer das Spiel, was ich damals gemacht hatte, und Vice City werde ich hier wiederholen. Und zwar zeige ich euch, wie man die 100% bekommt. Und zwar hier die Grand Theft Auto Wiki, genau dasselbe Wiki wie vor 2 Jahren. 100% Checkliste in San Andreas. Das war die ganze Mission, Einleitung, Sean Sweet Johnson Mission, Cesar Villalpando Mission, Lance Rider Wilson Mission, Melvin Big Smoke Harris Mission, Jeffrey Ogilo Cross Mission, Crash Mission, dann Commander Flint County, Red County und Redzone, zwar Crash, Fragezeichen und Catalina, Cesar Villalpando und The Truth, in San Ferro macht man eine Werkstattmission, Triaden Mission, Loco-Syndikat-Mission, Woozy-Move-Mission und wieder eine Crash-Mission. In Bone Country und Terra Robada gibt's Mike Torino, Flugschule, Verdant Meadows und The Truth auf dem Flugplatz-Mission. Und Las Venturas kommt das Four Dragons Casino, Caligula's Casino, Crash, Mad Dog und der Casino-Überfall. Und in Los Santos Teil 2 kommt dann Mad Dogs Villa, Sean Sweet Johnson und CJ und Sweet Aufruhr. Dann gibt es ja die Bürgerwehr, Feuerwehr, Sanitäter, Zuhälter, Fracht- und Taximissionen, die ich alle mal gezeigt hatte. Dann gibt es Immobilien- und Nebenjobs, irgendwie solche kenne ich jetzt auch nicht wirklich, mit Robbie's Food Mart.
Irgendwie kann man da Kurierfahrten machen oder so. Naja. Dann Burger Shot. Zero Modellbau Shop. Fick dich, Zero. Wang Cars. Ass Hall. Das ist das mit diesen LKW, wenn man 8 Trucker-Missionen macht. Und Hunter Quarry, die 7-Steinbruch-Mission, Vancouver Hotel, Park Service. Dann gibt es ein Straßenrennen bzw. Wegflüge in Los Santos, San Fierro, Las Venturas Flughafen und Las Venturas Frachtdepot und Wettflüge. Dann gibt es Wettstreits, ein Schießstand, die Fahrschulen, Stadionveranstaltungen, Sportstudio besuchen und Meisterschlagen. Da lernt man die ganzen Moves, habe ich ja einmal gezeigt. Alle Speicherhäuser erwerben. Suchen und sammeln 100 Graffitis, 50 Fotos, 50 Hufeisen, 50 Austern. Und Import-Export-Schiff muss man 30 Fahrzeuge auf drei Listen abliefern. Zusätzliche Aufgaben, die nicht zu 100% dazukommen, sind halt Monster Stunts, alle Bandengebiete erobern, vorhin auf 100% machen, alle Fahrschulen auf Gold, mindestens 10.000 Dollar aus Einbrechermissionen, okay, Beat the Clock Triathlon und alle Waffenskills maximieren. Ja, die Belohnung für 100% ist 1 Million Dollar, auf Sweets Haus steht eine Hydra. Ah, deswegen, in der TDT-Map gibt es ja eine Hydra auf dem Dach von Sweet House, hat mich gefragt, wieso. In der Nähe von Riders House steht ein Rhino, unter der Brücke, maximaler Respekt, unendliche Munition. Wird ein Schuss verschossen, wird er sofort ersetzt. So, alles vorgelesen, 1 Stunde und 3 Minuten, ach komm, Ultra-Mega-Part. Endlich vorbei. Fuck you, Sub. Mimimi, das Spiel verarscht mich immer wieder, bla bla, fuck you. Naja, wir sehen uns dann zum nächsten Projekt, was GTA 4 sein wird. Ich hoffe, ihr hattet Spaß in diesem Projekt. Ich hatte trotz aller Frustrationen am Ende doch natürlich ein positives Erlebnis, weil ich dieses tolle Spiel endlich durchspielen konnte, das erste Mal. GTA 4 habe ich schon mal durchgespielt, aber das werde ich dann alles zum Projekt GTA 4 erzählen. Wir sehen uns dann zum nächsten Projekt. Schaut euch auch andere Projekte auf dem Kanal an. Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Bis dann und ciao.